Also wir sind jetzt hier im Wald hier beim Jörg und der will jetzt diesen Baum fällen und mir ein bisschen was erzählen, was ich noch nicht weiß. Also Ja, das ist halt ja. so. Und seit wann fällst du Bäume? Seit 1989. Seit 1990. Also ein alter Hase und du kennst dich aus damit. Ne? Du hast hier in diesem Waldbestand, räumst du schon seit Tagen auf und machst und tust und so. Ne? Und also kann man jede Menge von lernen. Und kennengelernt haben wir uns über das Internet, Ja. weil du Bei dir rein hier gucken. Genau, weil du den Kantenschliff sozusagen bei mir entdeckt hast. Ja. Erzähl mal ein bisschen was zu dem Baum. Erstmal sag mal zu der Maschine. Das ist die Husqvarna 560. Ja. Mit einer 38er Schiene, 1,3er Kette. 38er Schiene nur, weil das sind ja riesen Bäume. Also nimmst du gar nicht so einen großen Schwerter. Warum nicht? Hast du da eine Sonne? Hier bei dem brauche ich es nicht. Ja. Ich hab eine bei, mit einer 50er Schiene, eine 572 von Husqvarna. Ja. Aber die nehme ich nur, wenn ich extrem starke Bäume habe. Eben, sagen wir mal, mit 2 bis 4 Festmeter, dann fange ich erst an mit den großen Okay, Dingen. das erklärt natürlich die Kritik. Ganz am Anfang habe ich ein Video gemacht über ein 1,50 Meter Schwert, wo die Leute gesagt haben, ey, das machen wir mit einem 30 Zentimeter Schiene. Ja, stimmt ja nicht ganz, aber verstehe ich. Also das heißt, normaler Waldarbeiter nimmt gar nicht diese langen Schwerter, sondern eher, oder die langen Schienen, sondern eher die kürzeren. Ne? Das nur mal so im Hinterkopf behalten. Die Waldarbeiter wissen das natürlich. Wir als Baumpfleger haben da nicht so einen Bezug. Ne? So, und ich arbeite seit 3 Jahren nur noch mit einer 1,3er Schiene, also mit einer 1,3er Kette Vollmeißel. Zu mir hat mal einer gesagt, ich wäre verrückt, weil die Kette könnte reißen bei der Belastung, weil die zu hoch dreht, die hat zu viel Kraft. So, und ich habe aber festgestellt, seitdem ich mit der arbeite, habe ich ungefähr ein bisschen mehr Holzleistung am Tag. Okay. Manchmal habe ich so ja schon gehabt, bis zu ein Drittel mehr Leistung. Okay. Aber das hängt auch vom Bestand ab, was ich für Holz mache. Cool. So, und bei dem Baum ist jetzt das Fragile. Ich kann nicht nach da schräg 45 Grad schmeißen. Ich muss ihn versuchen, hierher zu schmeißen, weil ich komme an die Eiche nicht vorbei, ich komme an die Kiefer nicht vorbei. Also ich komme praktisch hier oben nicht vorbei. Also das ist jetzt so, von uns aus gesehen, ist das so ein Seitenhänger, ist das, ja? Naja, nicht ganz. Du siehst, guck mal. Achso, der ist ja gebogen, wie ein Flitzbogen da oben. Ja, okay. Ja, ja. Verstehe, okay. Und der müsste ich jetzt hier rüber kriegen. Ja. Und der geht nicht an den Baum vorbei. Nee, der hängt sich genau rein, oder schmeißt ihn um, oder was? Hast du keine Chance. Ja. So, nun guckst du hierher. Also hier hast du schöne freie Bahn. Ja. So, dann fange ich an. Erst den Führungsschnitt zu machen, wo der Baum hinfallen soll. Das mit dem Führungsschnitt mal ganz kurz erklärt, weil ich habe eben auch ganz doof geguckt, weil Führungsschnitt bedeutet, die Anläufe sozusagen erstmal abtrennen. Das heißt, du brauchst auch nachher keinen Führungsschnitt mehr. Und dieser Führungsschnitt, der erste, der definiert im Grunde genommen für dich, wo der Baum hinfällt. Genau. Ja? Genau. Okay. Gut, das machen wir jetzt mal. Also das ist der Führungsschnitt, sagst du? Das heißt, der Führungsschnitt. Und der zeigt jetzt genau zu der Fichte. Okay, da soll er hin. Da soll er nachher hinfallen. Also was mich ja verwundert hat, das muss ich auch kurz nochmal sagen, ich bin ja davon ausgegangen, dass alleine der Fallkerb, die Anlage des Fallkerbs sozusagen das bestimmt. Aber du sagst, als erstes beginnt dieser Seitwärts-Führungsschnitt. Warum? Weil du hast einen definierten Winkel, den du jetzt einhalten kannst, dann mit dem Fallkerb. Darum geht es im Grunde genommen. Ne? Genau. Guck mal, komm du mal rum. Ja. Guck mal, wenn du jetzt genau auf die Sehenspitze. Ja. Okay, die geht da ganz dicht an der Fichte da vorbei. Genau. Gut. Da willst du den haben, ja. Und das ist praktisch, du brauchst diese Striche. Genau, und die habe ich immer genommen als Maß, aber du sagst, damit kann man viel präziser sozusagen die Arbeit vorbereiten. Wenn die Sehe komplett in Ordnung ist, aber wenn sie irgendwas hat, dann geht es auch nicht mehr. Ja, ist klar, nee, bestimmte Bedingungen gibt es ja immer. Ne? Ja. Okay, kommen wir zum nächsten Schnitt. Jetzt setze ich.
So. Für die Freikerbanlage nachher. Damit man den Kerb auch richtig reinkriegt, das heißt, ja, dass er nicht verzogen ist oder so, dass er das hierbei bleibt, haben wir quasi... Dass er gerade steht. Genau. Und das geht darum, auch um die Freikerbsehne. Ja, okay. Wenn die Sehne unterschnitten bzw. kaputt geschnitten ist, ist der Baum auch nicht mehr kontrollierbar. Okay. Das kann man aber also, das heißt, man hat hier einen perfekten Winkel, in dem man danach auch diesen Freikerb anlegen kann. Ja, ja. Und selbst mit so einer kleinen Schiene hat man dann bessere Möglichkeiten, das zu überblicken, wo ja, kommt er jetzt hin. Alles klar. Ja. Das muss jetzt nur für, also praktisch für die ganze Falkanlage, das nennt sich auch Kastenschnitt. Ja, das ist der Kastenschnitt, okay. Das ist der Kastenschnitt, wenn man das macht. Das heißt, wir haben von beiden Seiten, wenn ich jetzt, ich sag mal, frag mal so doof, wenn ich jetzt reingehe, ich kann zum Beispiel sagen, okay, das Schwert oder die Schiene reicht nicht ganz durch. Ich kann aber jetzt zum Beispiel eine Schienenbreite reingehen auf der Seite und eine Schienenbreite reingehen auf der Seite und habe damit quasi eine perfekte Überlagerung der beiden Schnitte. Und hab dann nicht einen da und muss dann nachher mal nachsägen und so. Okay, spart auf dem Zeit. Vor allen Dingen, du hast immer den Schnitt parallel. Wenn du, wie früher, wie wir es gelernt haben, ja, so wie ich es gelernt habe, sie ansetzen, rumziehen, wird nie eine perfekte Bruchstufe entstehen. Entweder ist eine Seite mehr, ja, andere Seite ist wieder weniger. Und das kann ja dazu führen, dass der Baum rübergezogen wird oder verzogen wird. Oder zieht sich weg. Ja, okay. So, und das ist eine Sicherheit. Das ist besser. Ja, weil du weißt vorher, was dich drin ja, erwartet. Und du musst dazu sagen, du machst einen Sicherheitsschnitt. Das heißt, du fängst jetzt erst, stichst erst ein dann bei der Bruchstufe. Ich zeige euch jetzt, markiere ich mir mal, sag ich mal ganz offen und ehrlich, die Bruchstufe. Okay. Jetzt machen wir mal den Fall. Ah, oh, warte, ich komme zu dir. Jetzt mache ich mir die Markierung für die Bruchstufe. Ja. Wie breit machst du die? Also ich sage jetzt mal bei so einem Baum zwei Finger breit, aber du sagst, du machst sie breiter. Warum? Weil du hast. Weil erstens mal, wenn du ein bisschen breiter oder breiter machst, hast du mehr Fleisch. Genau, und hier brauchst du ein bisschen. Weil ich mit dem Keil hier, mit dem mechanischen Keil, kann ich den Baum dadurch durch die Breitrücken gleich länger halten und er geht präziser dorthin. Ja, okay, das willst du ja auch, weil der hat ja ein bisschen eine Verformung hier da kannst du ja nicht sicher sein, dass der so einfach dahin will. Du musst ihn ja lenken. Nee. Okay. So, jetzt kommt der Felsschnitt, alles klar, wir gehen beiseite. Ja.
Weißt du, warum ich das jetzt so gemacht habe? Na, du willst ihn ein bisschen rüberdrücken, vermutlich. Also, weil er ja tendenziell hier rüber kommt zu der. Genau, ich will mit dem Keil praktisch mir in der Richtung drücken, wo er hingehen soll. Ja. Du siehst, der Stamm geht nach so. Der Stamm. Ja, vielleicht so. Genau. Und so soll er fallen. Und wenn du ihn auf der anderen Seite gemacht hättest, hätte er ihn noch zusätzlich rübergedrückt. Genau. So, und wir arbeiten hier mit einem mechanischen Fellkeil. Guck mal, jetzt seht ihr, wie der Baum sich faktisch etwas aufgerichtet hat. Etwas. Ja, okay, das ist von hier unten nicht so richtig. Warte mal, wir sind zu dicht dran, aber... er geht hier ein wenig rüber durch das Anziehen des Keils. Wenn du den Stamm dir jetzt anguckst, ja. Hat der einen Flitzebohrer gemacht. Naja, das war ja auch schon unten zu sehen. Ne? Also der kam ja auch sehr spät erst. Ne? Also du musstest schon ein paar Mal kurbeln. Da habe ich aber an dem Baum gesehen, dass er dann langsam gekommen ist. Also ganz war, langsam. Ja, das hat sich wirklich Zeit gelassen. Der Kleine hat ihn vor hochgedrückt, ja. Ein Stücke. Und das war zu kurz, weil auf der Ecke war zu wenig Holz. Ich hätte noch einen kleineren Fallkerb machen müssen. Der wäre vielleicht auch mit dem Kleinen gegangen. Aber das sind eben Nuancen. Das kriegt man nicht immer. Ja, der hatte hier unten auch nicht einen gleichmäßig runden Durchmesser, sondern ist ja hier in verschiedenen Wellen. Und da dann sich zu entscheiden, okay, man muss ja dann halt irgendwo diese Wellen abziehen. Und dann, aber wenn erstmal die Entscheidung getroffen ist, kannst du ja nicht kürzer oder länger machen. Das ist halt immer schwierig. Also dann muss man es halt durchziehen. Und dafür gibt es ja dann die Nacharbeitmöglichkeit, mit einem größeren Keil oder mit einem zweiten Keil, falls man es mal Hand macht, oder man zieht es, das gibt es ja auch. Und wenn er manchmal, wenn der Kleine, manchmal, wenn er hochkommt und er nicht gleich kommt, kann man auch, gut, mein Keil sieht nicht gerade für die Leute. Da hast du mal Hunger gehabt, ne? Nimmst du kein Brot mit oder was? Nee, ich speise den so gerne an. So, und den nehme ich dann bloß noch zum Nachschieben im Schnitt. Ja. Wenn ich dann zurücksetze, ich kann zum Beispiel mit dem Keil auch zurücksetzen, und den weiter wieder reinschieben. Ja. Dann schiebe ich den vor und dann, wenn der das Maul immer weiter aufmacht, kann ich ja den Keil immer weiter reinschieben und kann den zurück und wieder nachschieben. Es gibt also viele Lösungen und man muss sich dann zwar für einen entscheiden, aber auf dem Weg zum Problem haben wir noch viele Möglichkeiten vorher abzubiegen. Vor allen Dingen der von Basit Inc., der große, ist wirklich kein Top. Ich kann den nur empfehlen. Ja. Also die Bienen, ich habe sie jetzt 4-5 Wochen und bin sehr zufrieden. Also und hast damit ja schon 100 Bäume geschnitten mindestens, wa? Oder ja, wie? Und mehr. Ja, ja. Also kannst du schon eine kompetente Aussage darüber machen. Ne? Ja, okay. Die anderen, den THX 20 und den 30er, die kenne ich nicht. Und weil die schon alleine schon durch diese dicke, unförmige Bauform, ist jetzt schon ein Problem, denn wieder hier reinzukommen in den Schnitt. Umso größer muss ich ja mit der Serie den Schnitt machen. Da musst du ja schon vorher, musst du zwei Fallkerbe machen. Einen für den Keil und einen vorne, damit er fallen kann. Das kannst du zum Beispiel mit den kleineren besser machen. Ja. Na, du hast immer mal gesehen, du hast ein bisschen nachgeschnitten, dass er reingepasst hat und dann war gut. Ne? Also musstest jetzt nicht zu viel rumzaubern. Auch bei 1,3 mm
Kettenstärke. Also hier ist ja auch ein bisschen was nicht ganz so nach Plan gelaufen, dass du wolltest eigentlich die größere Bruchstufe machen, aber weil du ihn nicht so hebeln konntest, musstest du nochmal ein bisschen, also hast du gleich oben getrennt dann. Ne? Ja. Also normalerweise, ich habe es ja vor uns gesehen, hat das mit der großen Bruchstufe ja auch super geklappt, aber da war der Baum besser, da war die Bedingung idealer. Ne? Idealer, ne? Der stand ja, der hat sich ja von alleine. Ja. Desto mehr der Last nachher kriegt, desto mehr löst er sich von alleine. Und der hängt ja, wenn man ich sage mal, diesen Flitzebohren sieht, dass der so fällt. Ja, das ist, ich weiß aus eigener Erfahrung, das ist schwierig, wenn dann oben die Last komplett anders geht und der Stamm sich anders stellt, das zu berechnen oder vorauszusehen, das bedeutet schon, dass man viel Erfahrung mit reinbringen muss. Man hätte das auch noch anders machen können. Den Fallkerb völlig nach hier zeigen, dann wäre der genau dahin gegangen. Ja. Also praktisch den Fallkerb. Ja, ich kenne das. Das ist so ein bisschen versetzt, weil... versetzt den Fallkerb. Ja. Und das geht auch. Gut. Na, dann würde ich erstmal sagen, für heute, für das Video, danke erstmal für deine wertvollen Tipps und dass du uns das angucken lassen. Und wenn einer keilt, oder das gibt ja auch Bäume mit Druck- und Zugholz, immer da keilen, wo er drückt. Wo er drückt. Ja. Also im Zugholz... Geht davon alleine. Ja. Arbeitet für dich. Ja. Das geht von ganz alleine. Bei den Keilen kannst du. Du meinst jetzt, er hat sich ja hier rübergelegt. Hier ist das Druckholz, hier wäre das Zugholz. Und wenn man jetzt hier einen Keil gemacht hätte, hätte man noch beschleunigt, dass er noch weiter rüber geht. Ja, deswegen gegenarbeiten. Ja, das ist. Gegenarbeiten. Ja, aber das ist so einfach. Es hört sich an wie so ein. Ja, ist normal, ne? Aber manchmal denkt man nicht dran. Ne? Dann denkst du, machst du einen Keil rein. Manche Leute denken, ach, naja. Ja. Ich bin ja nur Holzfäller, ach, das geht ja alles so einfach, zack, 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 Bäume umschmeißen. Ja, und dann hat man die Bescherung, wie man hier sieht, entweder hängt der Rad drin oder er würde da drin hängen. Ja, was macht man dann? Ja, dann muss man wieder einen Baum rübersemmeln das ist alles verboten. Genau, das ist ja wir haben ja Häuser und Carports, auf die wir achten müssen, wenn wir also Baumpflege und Baumfällung machen im urbanen Gebiet. Du hast das Problem, dass der Bestand nur ausgelichtet werden soll, dass die anderen Bäume sollen weiter wachsen und nicht großartig beschädigt werden. Deswegen kann man die nicht einfach nur fallen lassen. Also das ist halt so, viele Zuschauer, die das jetzt nur so laienhaft sozusagen beobachten, die kennen das ja auch nicht, die wissen das ja auch nicht. Ne? Aber das, was wir mal erklärt haben, die anderen wissen das natürlich insofern. Danke erstmal dafür und wir gucken mal weiter.